In modernen Demokratien gilt der Grundsatz, Religion strikt von Staat und Rechtsstaatlichkeit zu trennen. Auch in Europa wandelten sich die Rollenbilder der Geschlechter erst in den letzten Jahrzehnten und die gesellschaftliche und politische Gleichstellung von Männern und Frauen wurde vorangetrieben. Frauen forderten in der Debatte um Emanzipation Selbstbestimmung in allen gesellschaftlichen Bereichen, insbesondere über den eigenen Körper und ihre Sexualität. Sie wehrten sich nicht nur gegen die Darstellung des weiblichen Körpers als Lustobjekt, beispielsweise in der Werbung, oder gegen sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, sondern auch gegen alle ihnen zugedachten Rollen in einer von Männern geprägten Gesellschaft. Im sogenannten Feminismus analysieren Frauen Rollenbilder und machen sich Benachteiligungen bewusst. In diesem Prozess werden beispielsweise die Gewalt gegen Frauen oder ihre Rolle in der Familie und Berufswelt thematisiert und diese Debatten in die Öffentlichkeit getragen. Dies gelang und gelingt jedoch nur zum Teil. Bis heute ist es häufig noch so, dass Frauen weniger Geld für die gleiche Arbeit oder die weniger qualifizierten Stellen erhalten.